wir sind reiner Geist, reine Energie, die sich ihrer selbst bewusst ist. Also wir könnten sagen, bewusste Energie. Aber hier braucht man einen materiellen, physischen Körper. Und deswegen bekommen wir hier ein Erdenkleid. Jetzt verwechseln sich, irgendwann fangen Menschen an, sich mit ihrer Kleidung zu identifizieren. Also wenn sie morgens in die Garage gehen, werden sie ja auch nicht zum Auto. Solange sie in der Illusion leben, ein Mensch zu sein, verursachen sie damit ständig die ganz normalen menschlichen Probleme. Sorgen, Probleme, Angst, Kummer, Leid, Mangel, Enttäuschungen, Misserfolge, alles, was dazu gehört. Das erwachte Bewusstsein ist wie ein unendlich großer, hell erleuchteter Raum. Und das Ich, der Verstand, ist wie ein kleiner, begrenzter, halbdunkler Raum. Das Leben eines Menschen beginnt in dem Moment, wo er zu sich selbst erwacht und wirklich bewusst ist, wer er ist und lebt als der, der er wirklich ist.